Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream Forgotten Sorrow. Ja, wir sind mit der Bahn angekommen. Achso, hier geht's weiter. Mitten durchs Dunkle. Ah, können wir die benutzen? Nee, schade, leider nicht. So, was können wir denn mit der Kiste machen? Brauchen wir die für irgendwas? Wir können die auf jeden Fall verschieben. Aber die Frage ist, brauchen wir die? Und wenn ja, wo? Eventuell da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt irgendwie die Kiste ansaugen soll. So. Ja, aber der geht nicht weiter, ne? Licht können wir auch nicht mitnehmen. Teddy kann da runter. Der ist doch klein genug. Der schafft das doch, das Ding anzumachen, oder? Vor allen Dingen verkleinert die sich und auf der anderen Seite kommt die wieder größer raus. Ja, kein Thema. Das heißt, können wir uns da auch theoretisch durchsaugen lassen? Ich weiß es nicht. So, Teddy. Nein, wieso geht das jetzt? Au. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, Moment. Nein, ach, du sollst doch nur diese blöde Kiste... Hallo? Ich meine, ich weiß nicht, ob wir die Kiste jetzt auf der anderen Seite brauchen, aber... Ach, das ist nicht dein Ernst. Jetzt können wir die nicht mehr wegtun. Also anscheinend ist das irgendwie gewollt. Keine Ahnung. Nur dann kommen wir natürlich nicht mehr rüber. Aber kein Thema. Ja. Danke, dass man die Kiste nicht mehr zurückmachen kann. Ich kann auch sonst nichts machen. Ich kann nur die Kiste dann wieder nach links holen. Das funktioniert auch nur in eine Richtung, ne? Ne, das kann ich nicht in eine andere drehen. Hier komme ich ja nicht durch. Und das ist ja auch zu groß hier. Also, vom Prinzip her verstehe ich das, ne? Man könnte sich jetzt rübersaugen lassen, aber es ist halt blöd, weil die Kiste im Weg ist und ich die nicht wegkriege. Ah! Okay. Von mir ist auch so. Ist in Ordnung für mich. Okay, wir können hier theoretisch nichts machen. Das heißt, ich muss irgendwie springen oder so. Da ist nichts, was ich in irgendeiner Weise benutzen kann. Hier nichts. Da wird die Kiste wahrscheinlich dann durchgezogen oder so. Falls ihr das im Hintergrund hört, es tut mir leid, aber bei mir ist es grundsätzlich so, sobald ich mal einen Tag habe, an dem ich aufnehmen kann, kommt irgendwie die Müllabfuhr vorbei. Ich weiß auch nicht warum. Die timen das irgendwie genauso, wie man es gar nicht gebrauchen kann. Okay, da komme ich hoch. Da auch. Bringt mir aber nichts, ne? Wollte ich nur mal gefragt haben. Ja, da rutsche ich wieder runter. Ich meine, ich könnte die Kiste... Kann ich die manuell durchschieben? Bin mir nicht sicher. Ah ja, doch. Zumindest weiterschieben. Die Frage ist nur, wohin? Wo muss ich jetzt genau drauf?
damit wir hier weiterkommen. Oder muss ich die komplett hier reinschieben? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, wird immer langsamer. Es tut sich nicht mehr wirklich was. Es ist Millimeterarbeit. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich kann auch hier, oder? Ja, es ist, glaube ich, nur, damit der mitkommt. Das ist, glaube ich, nicht, damit er hilft, oder? Ja, der kommt ja nur noch hier. Ja, ich denke mal nicht, dass man da... Ich bin mir nicht sicher. Ah, Moment. Ah. Teddy, ich würde da vielleicht nicht unbedingt stehen bleiben. Ah, okay. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt gebracht hat, aber okay. Ja, wir können an dieses Förderband hier gehen, aber die Frage ist, was bringt uns das? Weil so weit springen kann ich auch nicht. Und sie kann ja offenbar auch nichts anschießen oder so. Ach so, Moment. Teddy? Guck mal, ob du da hinten irgendwas machen kannst, Teddy. Ich bin meine... Ach, er macht die Tür auf. Teddy, du bist super. Wo ist denn die Olle jetzt schon wieder hin? Ah, die ist noch links, okay. Das war super, Teddy. So, nächstes Rätsel. Ich gehe nach Hause. Oh, Hilfe. Ich glaube, hier fliegt gleich alles in die Luft. Moment. Können wir hier irgendwo was machen? Anscheinend nicht. Können wir hier hoch? Teddy könnten wir da hochbringen, aber will Teddy da hoch? Teddy will nicht hoch. Okay. ist hier irgendwas, was mir hilft? Okay, hier unten. Da können wir sicher irgendwas, wenn ich denn dann raufkommen würde, heißt das. Na? Keine Ahnung. Es funktioniert hier gerade rein gar nichts. Auch geh dahin. Da kann man nichts. Teddy, kannst du da? Da kannst du auch nicht. Okay. Können wir die denn hier schieben? Nenne ich die. Anscheinend nicht, weil der schon wieder automatisch hochklettert. Ich würde aber gerne hier links hochkommen. Die Frage ist nur wie, weil ich sehe nichts, weil die Zange dauernd hier im Bild ist. Komm, Teddy, wenn ich dich. Hallo? Wenn ich dich jetzt da hochwerfe, dann halte ich einfach fest. Ja, warum auch? Warum solltest du das auch machen? Kann man das ganze Ding denn hier vielleicht verschieben? Weil es sieht eher so aus, als ob es nicht geht. Nee, natürlich wieder nicht. Moment, halt. Was war das? Bringt mir das irgendwas? Nicht wirklich. Ah, Moment. Teddy, schmeiß mir mal eine Rakete runter. Oder schmeiß mir mal das ganze Ding runter, wenn das nicht in die Luft gesprengt wird. Nee, er schmeißt eine Rakete runter, okay. Gut. Moment. Er hat ein Flugzeug rausgeholt. Ja, Teddy. Ich habe nur irgendwie das Gefühl... dass wir das Ding da oben anzünden müssen. So. Die Frage ist jetzt, sie kann keine Pfeile oder sowas, keine Feuerpfeile machen, ne?
Also sie kann nur drauf schießen. Mehr kann sie damit nicht machen. Warum wir hier ein Flugzeug haben, weiß ich auch nicht. Hui. Aber wir hauen das einfach mal wieder in der Gegend weg. Ich denke mal, es hat irgendwas hiermit zu tun. Das Problem ist nur, was tut sich denn dann? Weil der rennt automatisch runter, sobald man da drauf steht. Und es tut sich ja auch irgendwie nichts. Ich denke mal, dass ich... Ach, der Weg nach links ist jetzt auch wieder versperrt. Oben links ist eine Lampe. Bringt uns das irgendwas, hier nochmal was runterzuholen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn man denn überhaupt hochkommen würde, heißt das natürlich nur. Also hoch komme ich, aber irgendwie hält der Idiot sich nie fest. Ach nee, ich bin von da aus auch daran gesprungen, ne? Genau. So, Teddy, hol mir da nochmal was von. Ich weiß nicht, ob sich das dann resettet oder ob das funktioniert, dass wir da irgendwie mehrere Sachen nutzen können. Ich habe keine Ahnung. Darüber werfen können wir die ja nicht, ne? Das sieht dann kaputt gehen oder so. Moment, wieso kann ich jetzt oben auf das Ding drauf treffen? Okay. Ach so, weil das bei mir ist. Ja, okay. Also die kann darauf schießen, das ist nicht das Problem, aber was machen wir denn hier? Bin ganz ehrlich, ich habe gerade so gar keinen Plan, was ich hier machen könnte. Da kann ich doch hochklettern, oder? Ey, komm, du bist unten auf dem Grünen drauf, aber aufs Rote kommst du nicht hoch, oder was? Aber sonst geht's noch. Ich würde ja Teddy da durchlaufen lassen, aber hat ja keinen Bock. So. Da hinten scheint ein Hebel zu sein. Das Problem ist, er geht halt auch nicht zu dem Hebel rüber. Ja, Teddy, bleib da drauf stehen. Bleib stehen, Teddy. Gehe ich dann auch langsamer? Ja. Aber es bringt nichts, wenn wir da die ganze Zeit draufstehen. Es tut sich halt nichts. Das ist das Problem. Es müsste hier eigentlich Feuer oder sowas rauskommen. Das ist aber mit links verbunden und da kann ich nichts machen. Da oben wäre noch... Wäre noch so ein Ding, aber da komme ich auch nicht hoch. Ja, und hier kommt doch nur Luft raus, oder? Das hat doch nichts damit zu tun. Nee. Wenn ich mit dem Ding nach hier komme, das bringt auch nichts. Nein, nicht wegwerfen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt hier total überfragt. Ich würde sagen, damit wir jetzt nicht hier noch eine Stunde dumm rumeiern, lasse ich das mal weiterlaufen. Ich werde jetzt hier ein bisschen dumm rumeiern und werde noch mal ein paar Sachen probieren. Ich kann mich da noch mal dranhängen.
Was mir natürlich so gar nichts bringt. Ich komme da auch nicht hoch, dass ich da irgendwie die Kiste kriege oder so. Also, wie gesagt, ich würde jetzt hier einfach mal ein bisschen nebendran laufen lassen. Und vielleicht kriege ich es dann ja doch nochmal hin. Ich bin aber echt gerade überfragt hier. Ich sag mal bis gleich. Ist vielleicht irgendwie... Nö. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Weil ich sehe nichts, dass irgendwas passiert. Ja, sie fummelt da mit dem Bären rum. Das Ding ist explodiert. Das heißt... ich habe da so eine Idee. Oh Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, wieso geht das jetzt nicht runter? Hallo? Was macht das wieder runter? Oh, ich bin hier gerade noch so... Boah. Daddy, hol uns mal einige von da oben raus. Ich habe eine Idee, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. So, eigentlich aller guten Dinge sind drei, aber ich weiß nicht, ob es mit drei funktioniert. Keine Ahnung. Hallo, Teddy. Heute noch? Teddy, komm ein bisschen schneller. Operation Feuerwerk ist am Start. Na los. Also ich hab eine Vermutung, wie es gehen könnte. Aber das Problem ist halt, ich habe nicht gesehen, dass irgendetwas sich getan hat, während ich auf dem Ding rumgesprungen bin. Aber, Teddy, jetzt mach schon, heute noch. Die Tuse, die ist denn irgendwie nur am Blockieren, ne? Kann das sein? Die steht dann immer dumm rum und stellt sich immer genau dahin, wo Teddy eigentlich hoch muss. Ich hoffe, dass ich dabei jetzt nicht selbst wieder explodiere. Sagen wir es mal so. Och, Teddy. Sobald ich drauf gedrückt habe, springt der Idiot wieder da runter. Komm, Teddy, heute noch. Ich brauche 4 Stück. Vielleicht. Vielleicht brauche ich auch mehr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauche ich auch nur 3, weil, ne, aller guten Dinge sind 3 und es gibt ja immer 3 Runden und 3-mal muss man den Gegner treffen und so. Also ich weiß es nicht. So, jetzt probieren wir mal was aus. Kann man die irgendwie hinstellen oder so vielleicht? Oder reicht das, wenn ich die hinlege? Moment, dann setzen wir eins hier so. Wir können es gar nicht hinstellen, wir können es nur hinlegen irgendwie. Okay. So. Na, leg die irgendwie nur hin. Ich hätte es nur gerne, dass der die hinstellt. Das ist das Problem. Nein, nicht werfen. Och. Werfen ist das Gegenteil von hinstellen, Junge. Aber egal, was ich drücke. Nein. Ach, F dich doch einfach. Egal, was ich drücke, der stellt die halt nicht hin. Warum, weiß ich nicht. So, der hatte doch eigentlich 4 eben. Och, Teddy. Mensch, geh mir mal aus dem Weg hier. Doch, dahinter ist noch einer. Da ist noch einer. Ich weiß halt nur nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, das vielleicht noch so ein bisschen mehr so. Das so ein bisschen... Vielleicht direkt da dran. Ach, da kann das jetzt hinstellen, oder was? Willst du mich jetzt veräppeln? Ehrlich jetzt? Ehrlich? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die ganze Zeit funktioniert das nicht. Na gut, hier funktioniert es jetzt auch wieder nicht richtig. Da bleibt es stehen. Ich muss was austesten. So.
Teddy, komm mal mit. Mach du das mal für mich. Oh, der kann das sogar. Moment. Obwohl das Ding explodiert denn ja. Oder kann er es nicht? Ach so, der ist nur... Ah, okay. Kann er nicht. Na, irgendwie... Das sind Funken, oder? Hä, Teddy, geh doch einfach mal aus dem Weg raus. Alter, müssen die mir hier ständig alles blockieren? Ja, jetzt kann ich die nicht hinstellen, weil die zu blöd sind, da mal aus dem Weg rauszugehen. Wenigstens sie geht hier mal aus dem Weg raus. Nein, geh weg. Dumme Pute. Nicht so wirklich. Das ist weiter hier vorne, oder? Aber ich denke, ich bin ja auf einem guten Weg. Also, ich denke, so eine Art soll das wohl gemacht werden. Na? Komm, Fünkchen raus. Komm, treff doch mal, bitte. Und bitte spreng mich nicht mit. Komm schon. Ja, da ist doch einer drauf. Oh, ist nicht dein Ernst jetzt. Komm, mach. Zünde das an. Also entweder muss ich das nehmen und rüberrennen. Das kann natürlich auch sein. Wenn das einmal angezündet ist. Aber der will das nicht anzünden. Der haut das da immer voll drauf. Oder es soll eine Kettenreaktion sein. Das Problem ist halt, egal was ich mache... Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich mach das jetzt hier drauf. So. Jetzt komm. Ja, jetzt geht das dahinter, oder was? Nicht dein Ernst jetzt. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Also, wenn es zu lange dauert, dann schneide ich das auch ein bisschen raus. Oder muss ich das vielleicht so machen? Nein. Och. Jetzt halt doch mal diese dämliche Kerze hier. Also Kerze, ne? es ist ein Feuerwerkskörper. Ich glaube nicht, dass ich da mit rumlaufen muss. Das Problem ist, die sind eben schon so schön perfekt da drauf gewesen. Hier auch wieder. Weil mir das Ding jetzt wieder explodiert, ne? Oh, Alter! Mich jetzt erschrocken. Oh Gott. Ey, wie soll man auf sowas kommen? Ganz ehrlich. Mir ist das nur eben... Ja, aufgefallen ist das falsche Wort. Ich habe nur eben gedacht, okay, man könnte vielleicht sowas machen, weil das Ding halt explodiert ist. Oh, ich zitter hier immer noch. Schrecklich. Hilfe. Wieso kann ich hier nicht... Achso, das ist ein Hebel. Sag das doch. Mein Gott. Ja, schön, dass die so da...
Die war doch gerade da dran. Ja, wieso kann man das denn nicht? Ah, Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. Ugh, Teddy kommt dann nur. Ja, super. Na, der macht den Hebel nicht. Und ich kann nicht so schnell darüber laufen. Ja, jetzt kann ich auf einmal drüber springen. Super. Kein Thema. Kümmere dich um Teddy. Kümmere dich nicht um mich. Der lässt aber auch nicht los, ne? Achso, da kann ich so vorbeilaufen. Ja, aber nicht schnell genug. Ja, nein, nicht runterspringen. Ich wollte mir nur mal eben kurz die Haare wegmachen unter meinem Kopfhörer. Ja, wenn ich da doch nichts machen kann und du doch nichts... Warte mal, Teddy, du läufst da so komisch in die Ecke gerade. Das geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Okay, ich habe Teddy gerade ermordet, obwohl Teddy kommt gerade so nach hier. Ah, das geht doch. Und dann? Ah, dann kann er den Nebel auf der anderen Seite machen. Die Frage ist jetzt, muss ich den trotzdem noch machen? Oh, ja, muss ich. Okay. Dann geht das Ding ja auch auf. Ah. Ha. So, Moment, ich bin gerade etwas ab... nein. Was macht der denn? Etwas abgelenkt, wollte ich gerade sagen, von dem Ding da oben. Okay, Teddy kommt hoch. Ich wollte schon sagen, müssen wir den jetzt wieder mitnehmen? Ah, wir kommen durch. Wow. Durch, ja? Ja, alle springen nach rechts, dann springe ich auch mal nach rechts. Und jetzt? Jetzt stehen wir hier. Und können nichts mehr sehen. Toll. Können wir da rauf irgendwie? Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Das geht nach unten auf den Boden. Hilfe! Ich gehe mal alleine wieder weg. Ach toll. Okay, da brauche ich dann die anderen für und die kommen natürlich wieder nicht mit. War ja klar. Ich hasse es. Okay. Komm, Teddy, komm rüber. Warum sind die zu doof mitzukommen? Ich verstehe es nicht. Hätte ich die vorher rüberwerfen müssen oder was? Oder. Oh. Das war jetzt so nicht geplant. Moment, jetzt bin ich unten. Was bringt denn der? Gar nichts. Ja, Teddy, komm mal runter hier. Da kann man nichts machen. Ich weiß noch nicht, was das Ding hier bringt. Jetzt nimmt er noch nicht mal mehr. Ach, nimm den doch nicht wieder zurück, Mann. Ich will den nur noch rechts machen. Das bringt auch nichts. Hm. Rechts kann ich hoch, aber da ist ja auch nichts. Das Problem ist halt, ich muss die Idioten da irgendwie rüberkriegen. Verstehe auch nicht, warum die nicht einfach hochspringen können. Na gut, Teddy. Verstehe ich noch. Wo bin ich jetzt? Hilfe. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Also den Hebel. Nein, lass ihn doch mal auf der Seite, Mann. Hallo.
Och, Mann. Also das verstehe ich noch. Das Problem ist halt, oh, jetzt geht's wieder los. Das Problem ist halt, wir müssen die auf die andere Seite rüberbringen. Warte mal. Kann ich hier? Nein! Ist das euer Ernst jetzt? Ist das wirklich euer Ernst? Oh. Ich bleib hier. Das Problem ist, ich kann die ja nicht nach rechts. Oh, ich stehe hier ganz mies. Ganz mies. Wieso ist die jetzt wieder zurückgekommen gerade? Ah, weil das unten nicht richtig eingehakt war wahrscheinlich. Okay. Aber jetzt geht das Ding nicht mehr hoch, hä? Hallo. Wieso geht das jetzt nicht mehr hoch? Oder ist das wegen dem Ding, was ich hier gemacht habe? Ah, okay. Ja. Okay, dadurch bewegt es sich. Dann bleibe ich nochmal eben hier stehen. Aber warum man das dann ausmachen kann? Bin ich ganz ehrlich, verstehe ich da nicht so richtig. Weil ich denke mal, man soll das auch ausmachen. Oh, ja. So. Okay, Jungs. Hängt sich mal einer mit daran. Muss Teddy machen. Oh mein Gott. War das jetzt kompliziert? Okay, wir haben einen Werkzeugkoffer, den wir nicht benutzen können. Eine Box, die wir im Moment nicht bewegen können und keine Möglichkeit, da hochzukommen. Perfekt. Ja, Teddy, du stehst da irgendwie so, als würdest. Och, doch nicht hier in die Richtung. Mein Gott, mach das doch einfach mal in die Richtung, in die ich drücke. Als würdest du da hochspringen wollen. Aber anscheinend willst du doch nicht da hochspringen. Teddy? Böser Teddy? Böser Teddy? Nein, kriegt er wieder nicht hin. Entweder will er nicht da hoch, dass das nicht so gedacht ist, wovon ich jetzt eher ausgehe, oder ist einfach zu doof dazu. Das kann natürlich auch sein. Was bringt mir das jetzt, dass ich hier oben bin? Kann ich das irgendwie zur Seite schieben? Ah, okay. Moment. Das habe ich nicht gewusst. Dann kommen wir hier natürlich hoch. Aber nicht da rein, oder wie? Komm her, Teddy. Vielleicht kann ich dich da reinwerfen. Aber ich denke mal nicht. Oh doch. Nur ich bin wieder zu doof, da reinzuspringen. Ach, jetzt kann ich auch reinspringen. Okay. Abgesehen davon, dass ich in der Luft schwebe. Cool, vielen Dank. Nein. Ah, okay. Super. Ich begreife es gerade nicht so. Und wieder alles auf Anfang. Das nervt ein bisschen, dass halt immer wieder alles zurückgesetzt ist. Dass man dann an der Stelle startet, okay, aber dass man dann immer wieder alles von neu machen muss, das ist schon ziemlich nervig. Der geht doch hier rum, oder? Uhuhu. Tschüss, Idioten. Ich fahre alleine. Muss Teddy halt selber mitkommen. Muss er gucken, wie er zurechtkommt. Hallo? Oh. Ja, natürlich.
Wollt ihr mich hier veräppeln? Aber er ist auf der Seite auf jeden Fall. Okay. So, da oben können wir nicht hin. Sieht alles so ein bisschen Gotham City-mäßig aus von Lego Batman, finde ich. Achso, Teddy läuft schon vor. Laufen wir doch einfach hinterher. Oder auch nicht. Hallo? Teddy, der Blob ist wieder da. Ich hasse dieses Spiel. Wir müssen wieder laufen. Hilfe. Oh, wenn ich nur im Kreis laufen muss und nichts passiert, ist alles gut. Aber sobald jetzt hier irgendwas passiert, drehe ich durch. Hätten wir die Flasche mitnehmen können? Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Teddy, hilf mir. Da, mach! Schieb das Ding runter! Los! Nein, Teddy! Mediator X. Und alles ist grau. Doch jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja, ich würde sagen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest in der nächsten Folge sehen. Und hoffentlich Teddy dann auch wieder sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.